Der Sweetchecker. Ja, moin moin, hier ist der Sweetchecker. Hallo, einen schönen guten Morgen. Ich bin kurz davor, zur Arbeit zu fahren, in ein Dauermeeting. Und ich dachte mir, hey, guter Zeitpunkt vorher nochmal ein Video zu machen. Das tue ich nur. Und zwar, heute werden wir mal was ganz Ungewöhnliches testen. M&M's! Hey, halt mal, der Idiot, zeigt uns M&M's, das ist doch voll doof. Aber was ihr vielleicht nicht wisst, was nicht jeder weiß, es gibt M&M's noch in ganz unterschiedlichen Geschmackssorten. Und die habe ich mir mal besorgt. Es gibt noch viel mehr. Und das sind jetzt mal einmal Mint mit dunkler Schokolade und das mit Brezels. Crunchy, salty, sweet. Also knusprig, salzig und süß. Mit Brezel. Mit Brezeln. Ja, M&M's mit Brezeln. Ich habe die auch schon mal mit Kokos und mit Erdnuss dadurch gehabt, ne? Aber machen wir mal zuerst den Mint zuletzt. Brezel. 150 Kalorien per. Okay, das will ich mir jetzt gar nicht reinpfeifen. So, dann ein halbes Frühstück also quasi. Ja, die riechen wie immer wie die M&M's. Also die riechen nach diesem Farbstoff und so ein bisschen nach Schokolade. Typischer M&M-Geruch. Und herauskommen, ich nehme mal so einen grünen hier. So, eigentlich wie so eine M&M mit einer Nuss drin. So ähnlich sieht das eigentlich jetzt aus. Und ist nur in diesem Fall rund. Ja, es riecht genauso wie ein M&M wie immer riecht. Jetzt esse ich den mal. Der Brezel. Ja, sehr geil. Okay. Also, dieser Schokoladenüberzug, den kennt ihr ja. Von M&M's. Jetzt stellt euch immer vor, nimmt die Nuss da raus und tut einen Brezel rein. Ja, und irgendwie kann man nichts sehen, ne? Ist aber nur ein Stück Brezel, rund geformt, keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, wahrscheinlich gepresst. Also, und dann Schokolade rübergezogen. Ich mag die ja mit den Erdnüssen ganz gerne. Aber ich würde mal sagen, die finde ich ein bisschen cooler, weil die so einen leicht salzigen Geschmack noch haben. Die sind wesentlich knuspriger. Bei der Erdnuss machst du dann einmal Knack, Brösel, Brösel, ein Ende. Und diese so Mang, 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 Mang. Das ist ganz geil. So, das gefällt mir. M&M's mit Brezel. Jetzt kommen die Mint und dunkler Schokolade. Also scheinen auch irgendwie alle grün zu sein. War ein Optimist. So. Ja. Die sind alle grün, aber herausstechen ist also jetzt ja schon mal der Mintgeruch, der mir hier gegenschlägt. Das sind alles unterschiedliche grüne Farben, was schon mal ungewöhnlich ist für M&M's. Gibt es überhaupt grüne M&M's? Doch, es gibt grüne M&M's. Sehr helle, mitteldunkle. Und wir haben hier ein paar dunkelgrüne. Ob die geschmacklich unterschiedlich sind, das werden wir gleich mal rausfinden. Ich nehme mal einen hellen. Also der riecht. So, rauskommt, ich nehme mal so einen hellen. Also riechen tut der wirklich so wie so ein Minzbonbon. Wie so ein Minztee. Die Oberfläche ist schon Minz. Ja klar, weil da kommt der Geschmack her. Das schmeckt wie ein After Eight. Ist ja geil. Genau so. After Eight, ihr kennt das vielleicht, dieser Schleim. Dieser weiße Schleim mit der dunklen Schokolade. Genau das. Sind die dunklen etwa heller, weicher? Nein. Die schmecken identisch. Entschuldigung, M&M's, wenn das jetzt nicht so ist, aber für mich schmecken sie identisch. Ich mag After Eight eigentlich ganz gerne. Weil es einfach mal, abseits von dieser Schokolade, einfach mal was anderes ist. Auch eine geile Art, das zu präsentieren und so. Ist natürlich nicht crunchy. Das dafür ist ein bisschen crunchy. Das macht die Sache wieder schön. Cool.
das war M&M's. Das ist Mint weggerissen, Trottel. Also M&M's und Minz. Minte, Minze. Minztee. Ha. Und ich muss euch mal sorgen. So, das war schon der Sweet Checker. Ich hau mir jetzt restlichen Dinger hier rein, bevor ich zur Arbeit fahre. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Arbeitstag und ja, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre cool und bis zum nächsten Mal. Tschüss.